Pausen und den nächsten Julien Sprunger zu finden. Das ist ja, eine der Aufgaben von unserem nächsten Gast. Und er kennt das Hockey auswendig in der Schweiz. 20 Jahre hat er selber gespielt in der National League. Zweimal ist er Schweizer Meister geworden mit Lugano. In Fleurien hat sein Weg angefangen. Via La Chotte ist es dann zum ZSC, HCD Lugano und dann eben auch zu Fribourg-Gottéron gekommen. Dort ist er jetzt seit 2021 als Direktor Spielerentwicklung. Da ist er, der Sandy Chanet, der auch 11 Weltmeisterschaften gespielt hat. Sandy, du hast alles gesehen in deinem Hockey. Jetzt konzentrierst du dich vor allem auf den Nachwuchs in Fribourg. Der Julien, den nächsten Julien zu finden. Ist das deine tägliche Arbeit? Wie sieht die aus? Ja, es wäre schön. Hallo zusammen. Ja, es wäre schön, natürlich. Das ist eine von unseren Aufgaben. So weit ist es noch nicht, natürlich. Ich soll schauen, vom alles, vom Jungen bis Ältesten, dass die einfach die Trainer die Möglichkeit haben, diese Jungen okay, gut zu lernen. Und, ja, es gibt viel Arbeit, aber jetzt ist es nicht so einfach, einen Jungen sofort den Sprung in die erste Mannschaft zu machen. Wie sieht deine Arbeit aus? Bist du da mehr im Büro oder bist du auf dem Eis mit den Kleinsten bis zur U20? Ja, ich bin ein bisschen im Büro, mehr im Büro eigentlich. Das muss ich noch schauen in Zukunft. Es fehlt mir ein bisschen der Eis, aber jetzt gibt es viel Arbeit im Büro, viele Kontakte, viele Diskussionen und probieren wir einfach auch die Trainer zu unterstützen, wir viele Gespräche zusammen und wir wollen unsere Philosophie von unten bis oben probieren zu führen und seit ein, zwei Jahren sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, aber müssen wir weiterarbeiten und probieren, diese Jungs so gut zu können entwickeln und die beste Chance zu geben, eine so weit wie möglich in die Karriere von dieser Jungen zu bringen. Es ist vielleicht eine spezielle Situation, Sandy, in Fribourg, weil man ist so in der Mitte von grossen Nachwuchszentren. Lausanne im Süden, Bern Richtung Norden, aber dann ist auch Seeland mit Biel in der Nähe. Und ich glaube, ihr müsst ja speziell darauf schauen, dass ihr nicht nur in Fribourg gute Arbeit macht, sondern ihr habt eine ziemlich starke kantonale Ausrichtung. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie ihr das löst im Kanton Fribourg? Ja, genau, Uli. Ich finde, das ist Fribourg ist ganz, ganz klar eine hohe Stadt, aber wir haben keine andere große Club in der Kanton. Und wir haben seit drei Jahren jetzt eine Wahl zu einem Kantonalprojekt zu, ein bisschen zu führen mit dem Lead von Fribourg-Gottéron. Wir unterstützen den Club von Sense zum Beispiel und auf der Nord von unserem Kanton, von Griffonbühl. Das ist der Sud von der Kanton. Das ist ein Projekt, das ist nötig für uns. Das Ziel ist, wir haben zwei Trainer engagiert. Der Pascal Schaller, den jeder kennt, auf Sense-Seite. Er ist wie ein Nachwuchschef dort und er soll einfach die bessere Ausbildung bringen, dass die Jungen, wenn die kommen zum Fribourg U13, U15, dass die Basis, die bessere Basis wie möglich zu haben. Auf der Sud von der Kanton ist der Claude Fougère zuverständig. Er muss auch probieren, diese Jungen von der Sud einfach die bessere Basis, dass die können eine Chance und dass die Basis von Hockey zu lernen sind gemacht, wenn sie probieren zu können, zu kommen in Fribourg mit 14, 13, so. Das ist unser Ziel. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, ein bisschen Energie, aber das ist für uns ein gutes Projekt, das kann uns viele gute Junge von Kanton in unseren Nachwuchs später oder jährlich später bringen und deren mindestens die Basis. Wir haben die gleiche Philosophie mit diesem Club. Wir probieren in die gleiche Richtung zu arbeiten und jetzt wir spüren, dass wir eine gute U13, U15 Mannschaft. Es fehlt noch ein bisschen die Charakter und solche Sachen, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und anzahlmässig habt ihr so viele Junge, wenn ihr gerne wettet. Ich meine, wenn man bei euch schaut, die Euphorie, die da ist, das Publikum, das kommt, muss man das Gefühl haben, ja, da will auch jeder Hockey spielen in Fribourg. Wie ist in der Realität? Ja, die Realität ist nicht schlecht. Wir können natürlich noch mehr. Vor allem, ich glaube, das ist eben wichtig, dieses Projekt. Wir haben nicht eigentlich Platz nur in Fribourg Stadt. Und das ist wichtig, dass wir sehr gut arbeiten in den Nöri, in die kleinen Club. Und ja. In Fribourg, das Ziel wäre noch ein bisschen die Basis ein bisschen breiter zu bringen, natürlich. Aber sind wir schon ziemlich zufrieden mit das und probieren wir einfach das Beste möglich. Aber es gibt natürlich immer noch Platz, wenn einige Junge
sind am Losen heute Abend und sie wollen nicht so spielen zu Freiburg. Du musst gerade die Kamera rein sagen, dann sehen die auch alle. Danke vielmals, Sandy, hast du schnell Zeit genommen. Es ist schön, wenn man solche Figuren natürlich weiter im Hockey sieht. Einen, der so viel erlebt hat, dass er eben, ja, das Feuer kann entfachen kann beim Nachwuchs, bei der kommenden Julien Sprung.